ist vorbei. Was kommt als nächstes? Verlosung. Wenn jemand vor mir speichern, nicht vergessen, einlöst, bin ich am Boden zerstört. Ach, das kommt, das wird nicht so schnell mit einlösen. Alles gut. Also, die Ziele, ne? Wir haben ja die Ziele. Haben wir ja gemacht. Wartet. Genau. Die Ziele haben wir ja hier. V4NN Hallöchen, Y-Line rated mit 25 Katzen, ja. Liebhaber des Katzenreich. Mit 25 Kilties herzlich willkommen. Na, ihr Süßen. Hallo Löffli, hallo Wani, hallo Twix, hallo Schubrill. Na, ihr, schön, dass ihr reinschaut. Ihr kriegt auch ein SO, ne? Ja. Es gibt jetzt eine Verlosung. Ne, es gibt ein paar Sachen zu gewinnen. Deswegen bleibt gerne dran. Oh, das sind jetzt viele. Ja, das sind viele Leute, ja. Ah, hier brauche ich dich. Man hört eben Brauchst noch. du nicht Leuchtturm? Sollte hier in der Nähe sein. Ich frag mich, wie er uns Immer, Mino, immer. Ich frag mich halt, woher das herkommt, ne? Wo sind wir hier? Ich Jetzt wird es schwerer zu gewinnen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ne? Also, was gibt es zu gewinnen überhaupt? Das sind ja die Ziele momentan, die wir haben. Und Rapide mal erweitert, ne? Und zwar gibt es Chat bestimmt Tweet. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Tweet jetzt schon reinschreiben und das machen wir dann. Wenn ihr was reinschreibt, wenn ihr Ideen habt, was ihr reinschreiben wollt, gerne. Ne? Ein Tweet, was ich reinschreiben muss. Immortwie-Fest machen wir nach dem Stream. Spielalter 4 machen wir morgen. DIN A4 Postkartenverlosung. 5 Stück. Die machen wir jetzt. Hab jetzt 11. 51 Leute, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Hab jetzt 11. 11, 11, 11 was? 11 Katzen. Ach, 11 Kanalpunkte, so rum. Okay, dann viel Spaß beim Farm Toy Doy. Danke für die Headbest. So, wir verlosen jetzt mit Marvels wieder, ne? Und zwar DIN A1 große Postkarten. Die sehen so aus. Also genauso sehen die aus. So sehen die aus. Postkarten. Nur ohne Schrift, okay? Also mit meiner Unterschrift natürlich. So, Marvels. Smash. Ja. So, eine ganz große Postkarte, wenn ihr mitmachen wollt. Bild. Spiel. Was? DIN A1? Nein, DIN A4. Ne, nicht DIN A1, DIN A4. So, Waze. 5 Stück. Okay. Weil ich hab nicht so viele davon. Die sind teuer. Was? B0. B0, ja, genau. So groß wie ein Haus am besten. Ein Wolkenkratzer, große Karte. Ne, die DIN A4. DIN A4, DIN A4. Ja, ich habe mich vielleicht versprochen gerade eben. Aber DIN A4. So, random. Die hatten wir schon. Die ist auch Müll. Nimm mal die. Ja, ich hab mich versprochen, okay. Ausrufezeichen Play, DIN A4 Postkarte. Ich kann sie immer kurz mal raussuchen. Ich habe die, glaube ich, irgendwo drin liegen. Hier, da. Da. Hier. Oben, unten DIN A6, oben DIN A4. Unten die kleine und oben die große. Die große könnt ihr jetzt gewinnen, die obere, ne? Die ganz große DIN A4. Der Sieg gehört mir, ja. Ich hab's geschafft, ja. Scheiße, muss jetzt leider ganz dringend los, bin schon zu spät. Okay, Teurer, viel Spaß dir. Danke für den Follow, Mahoni. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Also, Ausrufezeichen Play, Leute. 5 Stück, okay? Ich hab nicht so viele davon, leider. Ich würde auch 10 machen, aber ich habe nicht so viele. Deswegen 5. Okay. Mit 9 Leuten gehen wir dann Start. Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit, dazu zu joinen. Wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich noch weniger Zeit. Wegen Verzögerung. Also, ihr rutscht hier runter.
Geht in die Murmelbahn rein hier vorne. Also in dieses Ding hier. Werdet hier ein bisschen durchgerührt, wie ein Handmixer. Und ins Ziel. Okay? Ja, Gamey, los. Hab schon eine kleine gewonnen und jetzt möchte ich die große auch. Ja, das kann man machen. Wenn man die kleine gewonnen hat, kann man die große auch gewinnen. Ja, Kuchen mit die A4-Karte, genau. Gerade rechtzeitig da. Und danach gibt es die Acrylanhänger. Die Acrylanhänger, die sehen quasi so aus. Moment. Wo habe ich's? Wo habe ich's? Die Acrylanhänger sehen so aus. Moment. So, hier in die Mitte, da. Da, in der Mitte. So sehen die aus, ne? Die Acrylanhänger. So. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Ich weiß nicht warum. Anhänger, let's go, ja. So. Gamey ist ganz vorne gerade. Und Soundy und Kurumi dahinter. Ganz hinten ist Anime-Fan. Schafft es Gamey direkt rein? Ja, er schafft sogar. Okay, man kann hier immer direkt reinfallen, sehe ich gerade. Egal. Ja, let's go, let's go. Oh Gott, Jamie, direkt durch die Murmelbahn durch. Warte mal. Die sind unten. Oben geht man in die Murmelbahn. Ah. Die haben Glück gehabt, die hier unten. Sound die Jamie, Sound die Jamie, Sound die Jamie, Sound die Jamie. Wer will's machen? Also hier ist das letzte Hindernis. Wer hier gut durchkommt, verdeckt bitte auf, welchen Platz wir sind. Möchte ich sie nicht verlieren. Nee, kann ich nicht machen. So, wer kommt als erstes raus? Gamey? Oh, Wolf, Nico, das war so knäpple. Nico, das war so knäpple. Oh Gott, so eine Millisekunde. GZ Sound, du hast die erste Karte gewonnen. Oh, GZ, GZ. Umbenannt. Nee, hier, Postkarten gewinnen. So. Dina. Vier Postkarten Cage Show Sound Tau 06. So, nächste Karte gleich. Das war mega knapp, Nico. Ja, das war so knapp. Das war so knapp. Eigentlich mussten wir die doch so bekommen. Ist doch eine Postkarte. Verdeck. Achso. Wobei ist doch Postkarte, ne? Da habt ihr recht und ihr habt was vergessen, Leute. Ich habe ja noch drei. Ich habe noch drei übrig. Random Track. Einmal gut, jetzt nie wieder. So. Ich habe ja genug, Leute. Ne, nicht vergessen. Also. Cat bei Manu, Soldat und Carbo bekommen eine wahrscheinlich bei diesem Platz 3, ne? Jetzt verlose ich 5, sind 8 und ich glaube, ich habe genau 11, ne? Ne? Ihr bekommt die. Ich zähle noch mal ganz kurz nach, ob ich recht habe. Aber ich glaube, ich habe genau 11. Moment, ich zähle noch mal, okay? So. Eins. Also Ausrufezeichen Play. 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau 11, genau. Das heißt, es geht genau auf, Leute. Also keine Sorge, okay? 3 bekommt 1 bis 3. 5 verlosen und 3 habe ich noch, okay? Und ich verlo, ich vertue die, ich tue die quasi verschicken. Mit den anderen Sachen, damit es nicht so teuer ist. Weil ich muss dafür die großen Umschlag nutzen. Ne? Und da kann ich auch gleich die Anhänger und die Sachen mit reinschmeißen. Die Kisten und sowas. Ne? Deswegen muss ich, da muss ich weniger zahlen. Ich möchte mich erstmal bedanken. Hallo Mahoni. Hallo King Dragon. Hallo Toni. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Bin ich wieder ganz hinten? Ah, nee. Nee, du bist nicht ganz hinten, du bist in der Mitte. Let's go.
Also, vier gibt's noch. DIN A4. Und danach gibt's noch die tollen Acrylanhänger. Das sind meine ersten Anhänger, by the way, die ihr gewinnen könnt. Also, okay, wir machen Start now. Komm, zack. Hier, mir geht's gut. Freut mich, King Dragon. Wieso habe ich immer so viele Feinde? Du hast keine Feinde, Nico. Wir sind alle deine Freunde. Ja, soweit ist alles okay. Danke für die Nachfrage. Schön, schön. Das freut mich. Let's go. Let's go. So, wir gehen hier hin. Ich mag die Ansicht hier. Dann sieht man, wer rauskommt. So. Genau so. So ist perfekt. Wer schafft's? Als allererstes. Auf Arbeit, du machst trotzdem mit, Toni. Das freut mich, dass du hier bist. Löffli, Nico und Mahoni, die ersten drei. Oh, warte. Oh, wer schafft's? Löffli schafft's direkt durch und Nico auch ein bisschen, aber schwankend. Nicht ganz so gut, aber er schafft's. Und Mahoni auch dahinter. Oh, hier kann man rausfliegen, vielleicht. Oh Gott! Oh, Nico. Nein, Nico, du wirst hier weggedrängt. Okay, ciao. Oh, Nico. Moment mal. Hier kann man rausfliegen. Hier kann man rausfliegen, Mahoni, pass auf. Oh Gott, er ist rausgeflogen. Löffli, pass auf, Löffli! Oh nein, Löffli auch rausgeflogen. Gamey. Ach, Gamey hat die ja schon. Oh Gott, Kante. Auf der Kante, Gamey. Die Kante hast du erwischt. Nico auch weg, nein. Schafft überhaupt jemand? Kurumi. Nein. King Dragon, komm. Du. Nein, auch nicht. Tony! Als einziger Gewinner, GZ. GZ, GZ. Schick mir deine Adresse zu, du auch Soundy. Tony. Tony, 1-2, so. Bitte die Adresse auf Discord mir privat schicken. Und dann, ja, GZ, GZ, GZ. So, wenn dem Track noch drei Stück gibt. GZ Downy. Ja. Als ob, ja, GZ, GZ. Zum ersten Mal hier und direkt gewonnen. Zack, zack, so muss das laufen. Das ist die Map. Oh, hier könnt. Hier könnt auch wieder sterben. Aber so ist ein Play, Leute. Ja. Ah, es macht so viel Spaß, ne? Wir werden sowas jedes Jahr machen, Leute. Jedes Jahr werden wir so einen Geburtstagsstream machen. Mit 2 bis 3 Tagesstream und noch Verlosungen. Ne? Dann hat da Bock drauf. Es macht so viel Spaß mit euch. Die Dame ist auch da. Und ihr habt noch 30 Sekunden Zeit. Play zu drücken. Einen hat man hier erster, einmal nur gewonnen. Ah ja, Nico, ja, ich weiß. Es hat Glückssache, ne? Keine Sorge. Ich mache so viele Verlosungen. Ne, ihr braucht da keine Sorge haben. Ich mache so viele Verlosungen immer. Ne. Alter, was ist das für eine Todesmaschine eigentlich hier? Also, wer kommt als erstes runter? Alles noch gut ausgeglichen hier. Oh, alle nah beieinander. Mahoni wird gestriffen. Oh, Alfonsi ist nicht gut. Oh Gott. Alfonsi, hast du das? Oh Gott. Oh Gott. Alfonsi. Nein! Er wurde runtergedrückt. Und Nico auch. Und Kurumi auch. Tut mir leid. King Dragon. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Nein. Nein. Aua. Oh nein. Das tut doch weh. Nicht so schnell. Toni, aber du kannst nicht eine zweite gewinnen. Ich habe gerade mal 2 Glück, trotzdem immer Verlierer. Ja, kein Preis für mich. Ja. Also, es geht jetzt um. Kitami. Was machst du denn da vorne? Chillst du da draußen? Oh Gott, das wäre super. So kann man auch verlieren.
Helf dir mal hier, Mann. Herr Karotte, schaffst du? Nein, Mahoni! Mahoni! Gau Mahoni, Gau Mahoni. Oh. Pass auf, man kann hier rausfliegen, pass auf. Du musst vorsichtig sein. Man kann hier rausfliegen. Oh, hier muss aufpassen, Hier, aufpassen. Okay. Und. GZ Mahoni, schick mir deine Adresse auf Discord. Wir haben gesagt, chill, ja. Mahoni 1985 Akient. So, GZ. Ja, GZ. Viel Spaß mit der Postkarte. Und ich hoffe, du wirst gut auf sie aufpassen. Oh, nicht Waste-Menü, nein. Random. Waste. Let's go! Chitam und Amachin, ja. Das war mega lustig. Das habe ich noch nie gesehen. Deine Mumme wird nie erst, da sagst du was nicht. Dann kommst du zu der Bilderwand von Vanny. Ach, freut mich, Mahoni. Freut mich. Ja, was mir halt wichtig ist, dass die Postkarten, die müssen jetzt keinen perfekten Platz bekommen, irgendwo aufgehangen werden, aber ich möchte, dass sie halt nicht kaputt gemacht werden. Oder irgendwo verstauben oder weggeschmissen werden. Deswegen, wenn ihr mitmacht, dann bitte darauf aufpassen. Die sind mir wichtig, die Postkarten. Ja, die schöne ist, ich habe nur. Und wenn ihr sie bekommt, gerne in Keicho Merch reinsetzen auf mein Discord. Da ist dann nämlich die Merch-Seite für alle Postkarten, für alles, was ihr bekommt. Die Anhänger und sowas gerne reinschicken. Alle Karten kommen in Folien. Warte, ich muss neue Folien kaufen. Oh, ich höre mir, das sieht gut an. Let's go. Werden immer mehr, ne, geführt. Ich könnte sagen, komm, ich verlose nochmal 5 und ich bestelle welche nach. Das Problem ist aber, dass das eine Belohnung für Platz 1 und bis 3 ist. Dann würde das die Belohnung ein bisschen absenken, ne? Die Belohnung. Weswegen ich das nicht machen kann. Fünf Stück sind die Grenze, weil ein Platz 1 bis 3 bekommt auch die nach 4 Postkarte als Dankeschön. Komm, ich möchte gewinnen für die Wölfe des Vaterland. Ja, hat er, aber ich rede von meiner. Alle Karten, ja. Hattest du mir eigentlich auf die Anhängerfrage geantwortet? Ach, die Anhänger. Ich kann dir die Seite gerne schicken, wenn du willst. So teuer. Ach, Kitame, du bist tot. Kakarotto auch. Ich hoffe zu viel. Die Anhänger sind gar nicht so teuer. Ja, Anhänger, genau. Die Anhänger sind das Wichtige. Nein, King Dragon, nicht du. Löffel ist gerade vor dem Kurumi. Huch. Wir sind auch eine Murmel. Du bist ganz hinten, Nico. Du bist da vorne hier. Also es sind alle noch sehr nah zusammen. Also es kann noch alles passieren. Ne? Alle sind sehr nah zusammen. Alter, passiert hier überhaupt noch was? Keine Hindernisse, keine Bahnänderung, nix hier. Ich hab mit Fluch des Unglücks. Nein, hast du nicht. Alles gut. Ui, Melanie. Also gerade ist Löffel vorne. Löffel ist die Person mit der höchsten Watchtime bei mir. Also ihr würde ich's gönnen. Ihm. Ihr. Löffel. Watchtime. At Löffel hier. Fast 23 Tage schon. Dankeschön, Mahoni. Dankeschön. Bekommst du sehr bald. Nach meinem Stream mache ich alles direkt fertig am Sonntag. Das Level ist Müll. Ich sag's euch ganz ehrlich, das Level ist Müll. Löffelige Z, also man konnte gar nicht aufholen, ne? Löffli, du weißt es, schick mir deine Fresse. Nochmal, ja, 10 Mal schicken am besten. Die
Die Strecke, wenn die das nächste Mal kommt, ich tu die nicht mehr hinmachen. Ja, man konnte überhaupt nichts machen. Ich werde die auch skippen das nächste Mal. Die lohnt sich nicht. Die Strecke ist nicht so schön. Ach, die ist auch Müll. Machen wir trotzdem. Die ist noch okay. Aber das Problem ist halt, man rollte 15 Minuten lang geführt und dann irgendwo hinten sterben alle und dann, ja. Trinken. Dankeschön. Ausrufezeichen Clay, jetzt oder nicht? Hier kann man runterfallen, ja. Danke für die Headbats. Also man kann hier vorne runterfallen, irgendwo ganz hinten, nach dem Saturn. Oh, ist die Sonne hell. Oh, weg da, guck, weg, von der Sonne, weg, guck. Guckt niemals in die Sonne, Leute. Das brennt die Augen weg. Catch, schau mal auf Discord, ob ich das machen kann. Ich und kam gerade darauf auf die Idee. Moment. Ich mach mal eben eine Overall View hier. Ich hoffe, das Spiel stürzt sich ab. Oh, zu spät. So, jetzt. Okay, schau mal auf das. Also, Katzen kreit die Feinde herunter. Ja. Also, gerade ist Melanie ganz vorne. Aber das heißt nichts auf der Map. Die Map hat viele Graden. Man kann nicht aufholen. Aber spätestens hier unten, glaube ich. War das hier? Nee, es war nicht hier. Es war weiter hinten. Fangen Leute an, runterzufallen. Ne? Oh, warte. Das ist eine coole Bild. Das ist eine sehr coole Ansicht hier. Ja, hier ist cool. Hier ist cool. Sieht sehr schön aus. Kommt her! Runter! Ja, da kommen sie! Los, Ball, los! Flieg und Sieg! Da kommen die letzten beiden. Und hier geht's wieder hoch. Ihr meint, bin ich nicht hängen geblieben. Ja. Ja, zum Beispiel, gerade huste. Hier kommt halt mega der Essiggeruch rein, weil meine Mutter macht gerade Essen. Und das wird sehr essiglastig werden, merke ich gerade. Oh Gott, Melanie Fuchs ist runtergefallen. Tut mir leid, Melanie Fuchs. Tut mir so leid. Es kann auch sein, dass gar keiner gewinnen wird, weil die Strecke ist verflucht. Die Strecke ist verflucht. Ersa, Toni, Kitami, King Dragon, Kurumi. Leute, wie cool ist das denn? Guck mal, der hat Stützräder. Der hat ein Auto. Der hackt einfach. Guck mal hier. Der hat ein Auto. Der hat Allradantrieb hier. Guck mal hier. Wie cool ist das denn? Ja, aber es ist auch einfach ein Auto. Der hat vier Reifen. Voll unfair. Lass mein Auto in Ruhe. Hacker, tüttelt ihn. Das ist ein Hacker. Guck mal hier. Er hat einfach ein Auto. 10% mehr Speed gibt das Auto, glaube ich. Nein, Spaß. Ja, also hier kann man rausfallen, by the way. Aufpassen auf den Nagel. Nicht den Nagel treffen, okay? Kitami, nicht den Nagel treffen. Sehr gut. Nicht den Nagel treffen. Nico, nicht den Nagel treffen. Nicht den Nagel, okay. Nicht den Nagel, nein. Auspui. Auspui, Nico. Oh Gott, okay. Du hast überlebt. Ins Ziel kommt. Schafft sie, die Nägel zu überwinden. Das Auto, er sagt GZ. GZ, du Auto. 1, 2, 3, 4. Das war die letzte Karte, Leute. Er saß TV. Jetzt kommt Keicho Anhänger. Ne, habe ich oben schon die Anhänger. Anhänger habe ich hier. Jetzt kommen die Anhänger. Brumm, brumm, ja. Brumm, brumm, hat gewonnen. Er voll das eckige Ball. Was ist mit dem Ball los? Du hast es geschafft, Kitami. Also, wir haben jetzt abgeschlossen. Ups, falsches Bild.
Wir haben abgeschlossen. Moment. Wir haben jetzt abgeschlossen. Die DIN A5 Postkarten hier oben. Und jetzt kommen die Acrylanhänger. Oh, danke schön, danke schön, Marlin. Eigentlich habe ich ja Mods dafür. Dankeschön, Marlin. Set Game Just Chatting. So. Jetzt kommen 4 Acrylanhänger. Ne? Und die machen wir jetzt. So. Wir machen das anders, Leute. Wir machen das anders. Nee, wir machen das so. Wir machen das so. Ich wollte gucken, ob wir einen Grand Prix machen. Aber, nee, machen wir nicht. Ich hätte machen können, dass ich das Platz 1, 2 und 3 gewinnt. Ne? Also Anhänger. Ne? Das ist quasi einer der besten Preise hier, die ich habe. Start. Also die Chance ist 1 zu 3 und 3. Nee, doch nicht. 1 zu 30 oder sowas. 30% so rum. Wenn du das machst, bin ich am Ende gewinnt, wann ever. Ja. Aber wir machen es einfach normal. 4 Maps. Ungefähr 30% Chance. Ungefähr. Vielleicht 27, 28 ungefähr. GZ, viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Kakarot, du hast jetzt nicht mehr reingeschafft, leider. Du warst zu spät da, tut mir leid. Aber nächstes Mal dann. Oder? Bist du drin? Nee, du bist nicht drin. Nee, leider nicht. Nächste Runde, Kakarot. Gibt ja 4. Also, die Map hier ist merkwürdig. Ja, Kakarot muss ein bisschen aktiv dabei sein, okay? Los, Ball, los, Ball. Weil Verlosung mache ich schnell. Ich warte nicht lange beim Play. Maximal so eine Minute warte ich. Aber das nächste Mal schaffst du es, Kakarot. Das nächste Mal schaffst du es. Dann bist du drin. Oh, Nico, du bist Erster. Los, Ball, los, Ball, los, Ball, los. Ja, Nico, los geht's. Und Kurumi direkt dahinter mit Kitami. Wer hier direkt durchkommt, hat gewonnen. Oh Gott, Nico, du bist nicht gut durchgekommen. Tut mir leid. Kitami und Kurumi kamen direkt durch. Leute, nach dem Stream werde ich so viel Struggle haben. Ne? Ich muss alle Donations durchgehen, ich muss alle Dinger durchgehen. Das wird ein bisschen dauern, ne? Kurumi und Kitami betteln sich hier mit Gamey zusammen. Gamey kommt durch. Gamey kommt easy durch. Nico ist Zweiter. Hinter. Oh nein. Gamey macht's. Es gibt kein Hindernis mehr. So knapp mal wieder. GZ Gamey, du hast einen Anhänger. GZ. Ohne dafür wird's. Also, ne, also nochmal, zum Sagen, nur damit ihr es wisst, ne? Wenn ihr keine Postkarte gewinnt oder keinen Anhänger, keine Sorge. Wenn ihr oben hinguckt, ihr könnt die Sachen auch quasi kaufen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr 30 Euro da lasst, dann bekommt ihr beides einen Anhänger und eine Postkarte, ne? Als kleine Info. Bin broke. Ja, ist alles gut. Wir senden uns Info da. Falls ihr eine haben wollt und nicht gewinnen solltet, dann ist das auch noch eine Möglichkeit. So, wir machen weiter. Ausrufezeichen Play. Immer knapp, aber verloren. Ja, einmal war es ja mega knapp, Nico. Einmal war es mega knapp. Ich würde die Ding mal hier hin machen. So. Dann gehe ich mal ganz kurz gucken, ob das Essen fertig ist. Ich gehe mal schnell gucken.
Okay, also es gibt bei mir Gulasch heute. Gulasch mit Rotkohl. Also, let's go. Also, es ist noch nicht ganz fertig, ist bald fertig. Die anderen Bälle immer so kein Sieg für mich, für dich. Wer schafft, das ist eine gute Ansicht. So. So ist perfekt. Jawohl, richtig geil, richtig geil. Leicht ist wieder von, was denn? Kakarot. Habe es geschafft. Ja, Kakarot, sehr gut, sehr gut. Oh, scheint nicht so bestimmt, weil Cage mich nicht angefeuert hat. Kitami, los, Kitami, los, Kitami, los, Kitami, los. Los, Kitami, du schaffst das. So, Game Boy hat ja gerade eben gewonnen. Nicht vergessen aufzuschreiben. So. Kurumi. Ui, Kurumi, du bist als erster unten mit Abstand. Du bist sogar vor dem Weltrekordmeister gerade. Also der Weltrekordtyp ist immer mit dabei hier, der Ball hier, der glaube ich mal, oder? Du hast das King Dragon. Nee, das ist der Weltrekordhalter hier. Du bist 1 zu 1 auf mit dem Weltrekordhalter. Lol. King Dragon ist kurz dahinter. Ich gewinnt alle Leute. Ihr seid der Sieger der Herzen. Nico ist auch schon oben. Oh, Nico. Hat Nico überholt? Hat Nico überholt? Wie bist du da stecken geblieben? Ich hab's nicht gesehen, wie du da stecken geblieben bist. Nico ist gerade Erster. Jeder ist ein Gewinner. Genau. Jeder ist ein Gewinner, weil ihr hier seid, ne? Ich habe euch alle lieb und danke, dass ihr hier seid, ne? Sieger der Herzen, Verlierer der Herzen. Nein, Sieger der Herzen seid ihr alle. Und du warst weit vorne, ja. Nico, go. Also Nico ist der Erste, aber es ist noch nicht alles gewonnen. Das hier kann alles zerficken, das Ding hier, ne? Man sieht es jetzt auch gleich. Moment. Der Erstplatzierte, der geht der Weltrekord, ist da vorne. Nico, als ob. Nico hat es direkt reingeschafft. Nice, GZ. Und aber da, kurz dahinter ist Alfonsi mit mehr Speed. Aber Nico schafft es noch. Alfonsi ist dahinter. Und da vorne ist Kabu, okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nee, Kurumi hat überholt. Oh Gott, das ist spannend hier. Das ist mega spannend, Leute. Mega spannend. Ich finde neue, dann die Kugel ist eckig. Kurumi und oh Gott, Wolf wird überholt. Nicht gut überholt. Es ist so knapp, es ist so knapp. Wer macht's? Oh Gott, Kurumi. Alter, es tut mir so leid, Nico. Es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid, Nico. Es war wieder so knapp, eine Millisekunde, wie vorhin. Oh Gott. Guck dir das mal an. Das waren 35 Millisekunden oder sowas, ne? Es war so knapp, Nico. Oh, was ist denn das für eine. Oh Gott. Okay, viel Spaß bei der UFO-Map hier. Bitte mit. Warte mal, wir haben jetzt eigentlich. 1, 2, 3. 1, 2, die dritte Anhänger kommt jetzt. Gamey und Game, wir haben gewonnen heute. Alfonsi, du hast die Karte schon, ne? Den Anhänger. Also den Anhänger haben Habu, das Dami, Alfonsi, Golden Eagle, Gamey und Kurumi. Ne? Ja. Let's go. Also knapp heißt auch nicht gewonnen, das stimmt, ja. Aber es war so knapp, man zum zweiten Mal, du bist so leid, Nico. Aber keine Sorge, die nächste Verlosung wird sein am Valentinstag, ne? Am Valentinstag gibt es die nächste Verlosung und zwar wird es dieses Bild hier geben. Moment. Moment.
Das da hier als Postkarte. Das wird die nächste Verlosung sein. Happy, you are my Valentine. Happy Valentine, ne? Zum Ende meinst du? Ja, genau. Die geht's am Valentinstag und da werde ich genug verlosen, okay? Bestimmt 15 oder 20 Stück, je nachdem, wie viele da sind. Am Valentinstag kriege ich all die geschenkt, weil ich am Valentinstag Geburtstag habe. Könnten wir machen, Nico, als Geburtstagsgeschenk. Könnten wir machen. Dann ist es. Aber vielleicht gewinnst du sie auch, Nico. Mal gucken. Und dann ist es am Ende hin spannender. Okay, machen wir ja. Machen wir. Und das letzte wird mit dem Grand Prix sein mit 5 Maps. Wer wird eingesaugt? Ah, wir werden angesaugt, Hilfe! Ich bin doch keine Kuh. Mahoni. Mahoni, du bist ein bisschen falsch, ne? Das weißt du hoffentlich. Kitami und Anime-Fan. Anime-Fan hat aber die schon, also er braucht sie nicht nochmal, ne? Anime-Fan hat sie wegen den 70 Euro. Er hat ihr 79 Euro gegeben, deswegen bekommt er sie. Mit 30 Euro. Nico, nein, Nico. Hui, Kitami. Das sieht gut aus, Kitami. Das sieht sehr gut aus. Das ist der letzte Hindernis. Die Dinger. Kakarot, du bist nicht alleine Valentinstag. Du bist mit uns im Stream am Valentinstag, okay? Mahoni. Nein. Mahoni hat sie geschafft. Kitami. Okay. Kitami hat das Große geschafft. GZ. Und Anime-Fan, da du ja Erster warst jetzt, sollte ich noch einen Anhänger über haben, was, glaube ich, passieren wird, darfst du dir jemanden aussuchen, den du sie schenkst, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die letzte. So, jetzt kommt die letzte dran. Gleich zumindest. Kitami, GZ, GZ, GZ. Du hast die bekommen. Also, warum verliere ich wieder? Ach, Nico. Aber nicht machen. Ich muss nochmal noch. Ich muss raus hier. Main Menü. Confirm. Pat, ich auch. Ja. Ich bin auch alleine bei Valentinstag, deswegen machen wir es zusammen. Wir machen jetzt ein Race Grand Prix. Grand Prix, Dingsbums. Und ich suche mir ein paar Maps aus. Die kurz gehen. Wobei die nicht, die hatten wir schon mal. Sag, die nehmen wir noch. Und wir nehmen ach, zwei Maps nur, ach Mann, fünf Maps. Also, du wir da, um was geht's gerade? Der letzte Acrylanhänger, ne? Der letzte Anhänger wird verlost. Habe ich Pech, weil ich ein Outlaw bin? Nein, nein, hast du nicht. Lucky Few. Hogskip. Off the Rails. Rails. So. Ausrufezeichen Play. Oh nein, ich habe diese Scheiße mit ausgewählt. Warte, nee, 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 will ich nicht. Tut mir leid. Nee. Ich will das nicht haben. Das Ding geht nur geradeaus und es kann keiner überholen. Nee, mache ich nicht. Tut mir leid, hab ich falsch gesehen. Das ist eine scheiß Map. Race ist in der Schein, ja. Twist and Turn.
Ach komm, die machen wir. Let's go. Wie funktioniert das Ganze? Ausrufezeichen Play. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt 5 Maps. Ihr müsst euch bei jeder Map aber wieder einschreiben, okay? Dann wird der Durchschnitt von allen Maps genommen. Und dann wird der Gewinner ausgelost. Das heißt, wenn man einmal Erster wird, heißt es nicht, dass man Erster am Ende wird, okay? Eine Mario Kart Mod wäre bei Marvel Sky. Ja, ich glaube schon, ne? Also, der letzte Anhänger. Ja, Soldati, was gibt's denn, du Süßer? Soldati, du bist ein Süßi. Du machst gerade mit, glaube ich, ne? Aber du hast die Karte doch schon, du Süßi. Du hast doch schon die, den Anhänger, du Süßi. Denke ich, wie die Hände zu Kitty. Denke ich, wie die Hände. Also ohne Manu wären wir noch unter 500, ne? Ja. Ach, der Kelchu, an wem jetzt die Adresse wegen der FKK-Karte? FKK-Karte? Welche FKK-Karte? Ach, Flybell Cabo Kelchu. An Flybell, was jagt sie bei sich? An Flybell. Ich kann nicht genug von dir kriegen. Ich brauch was vom Cute oder ich raste aus. Nico, du hast ja eine Postkarte, ne? Eine hast du. Ja, Flybell hat die Postkarten bei sich, deswegen er muss sie ihr geben. Und nicht vergessen, wenn ihr mir die Adresse schickt, dann bitte auch mit Twitch-Namen. Ich sammle erstmal eine Sache, andere haben mehr. Ja, Nico, es geht nicht darauf, da kommt nicht darauf an, wie viel jemand hat, okay? Es soll Spaß machen und es ist die Hauptsache, dass man überhaupt was hat. Ne? Genau. Okay, Wolf, Nico ist gerade ganz vorne. Nee, du bist nicht überholt worden, Nico. Das liegt nur daran, weil hier nicht richtig gezählt wird, ne? Du bist Erster gerade, mit Abstand sogar. Ne? Also wenn du es hier durchkommst, gut, dann bist du Erster bei der ersten Map. Genau, Kita. Du hast gestern auch schon was gewonnen. Und heute, oh Gott, GZ Wolfi, Nico meinte ich, du hast die erste. Du hast sogar fast beiden. Nee, doch, Rekord hat er nicht. Nee. Nee. Nico, das hast du in der Tasche. Das hast du. GZ. Die erste Map gehört dir. Schade, dass es ein Grand Prix ist jetzt und kein Einzelmap. Ne? Aber ist halt so. Aber ist gut für die Statistik. 5 Maps gibt's. Nee, er ist nicht bei dem Rekord da, leider. Der Rekord ist 1,33. Ne? Also hier oben steht der Weltrekord 1,33. Vielleicht ist der Ball auch nur der Durchschnitt. Ich bin mir nicht sicher. Okay, nächste Map, Leute. Noch ist nichts verloren. Okay? Next Map. Der Funeral. Nochmal die Map? Nee, oder? Nee. Nee, ist eine andere Map. Nee, klar. Die hatten wir vorhin gehabt, die Map. Ausrufezeichen Play für die Statistik, Leute. I need to win. Genau. Genau. So. Play. Nee, nicht Plasi. Play. Ganz schnell. Outdoor Ben, ganz schnell. Play. Nicht Plasi. Genau, perfekt. Victory is my destiny, genau. Wird noch hängen, ja, verlosen. Das ist der letzte Anhänger, Alfonsi. Aber Alfonsi, du hast den Anhänger schon. Ne? Du hast den schon. Von letzten Mal noch, von gestern. Ne? Speichern. Alfonsi, du hast den Anhänger, ja. Wir machen jetzt die große Verlosung. Itami, du hast gewonnen gerade eben, ja. Du hast gerade eben gewonnen. Du warst die letzte Gewinnerin gerade eben. Und jetzt ist der Grand Prix dran.
Also, mein Gott, Acrylanhänger haben die folgenden Personen: Kabu, Dasdami, Alfonsi, Golden Eagle, Gamey, Kurumi und Kitami und die Personen, die mehr als 30 Euro spenden. Nee, Soundy, du hast ihn noch nicht, Soundy, ne? Du hast ihn noch nicht. Ich merke gerade, Cabo hat einmal gewonnen und Cabo hat aber auch 30 Euro gespendet. Cabo, was möchtest du mit deinem zweiten machen? Ich habe es gerade übersehen gehabt. Ja, mindestens 30, ja. Aber du hast einmal gewonnen, Cabo, das sehe ich gerade. Verlosen wir doch noch ein Cabo oder wir machen was jetzt. Du bekommst ja sowieso einen. Ne? Kannst du mir denn noch die Postkarte schicken, die zweite? Die zweite. Soundtown, Moment. Soundtown. Du hast die A4-Postkarte gewonnen. Sound. Und die Kabu und die Niji Cat und Ampha und Keicho Card hast du gewonnen. Und du hast die DIN A6 Karte gewonnen. Gameware Genau. 75 Kabu schon wieder krass. Also, Gamey, wenn wir keine Verlosung machen und nicht so viele Leute da sind, dann ist es okay, egal wie oft du das machst, ne? Aber es sind gerade so viele Leute da. Das ist 3, I take it, ja. Nochmal. Next Map, Leute, next Map. Nochmal müsst ihr jetzt machen. Weiß ich nicht, Cabo. Ich gucke mir das nicht an. Bonky Bonky. Kabu. Fünf Maps. Kabu, dein gewonnener Acrylanhänger. Soll ich dann noch einen verlosen danach? Oder was soll ich damit machen? Auto Second Play. Leute, ihr müsst nochmal mitmachen. Perfekt. Wunderbar. Okay, 30 Sekunden noch. Aber du musst mir antworten. Was will ich mit deinem gewonnenen Acrylanhänger machen? Machen wir nochmal eine Verlosung draus? Wolf Nico, weil er die erste gewonnen hat vom Grand Prix. Okay, können wir machen. Gut. GZ läuft nicht, du hast die Post, du hast den Anhänger gewonnen. Es ist dann halt so, kann man doch aussuchen. Weil ich verpeilt habe, ne? Egal. Aber ich glaube, du hast gewonnen. Nico, hörst du mir zu? Du hast die Post, du hast den Anhänger gewonnen. Ja. So, wer kommt unten raus? Ja, Kabu hat ja Geld gespendet für den Anhänger und Kabu gibt dir den Anhänger. Finde besser, wenn die Gewinner, die es aber nicht bekommen können, entschieden, wer es dann bekommt. Game, ich mache das einfach spontan, so wie ich es mache, okay? Ich auch lustig wäre es, wenn er jetzt gewinnt. Ja, ist ja lustig.
Nee, die werden abgeschoben. Den Tod auf Nekakarot, oh nee, das ist nicht so gut. Also. Ich überleg's mir mal, ob wir das mal so machen, Algemi. Aber wenn dann jetzt nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Hey, Malori, wie geht's dir, dass du reinschaust, na du? Okay? Mal gucken, ob wir das so machen, Gamey. In Zukunft. Aber muss ich mal gucken. Also eigentlich sollten Leute, die das schon gewonnen haben, das schon bekommen haben, gar nicht mehr mitmachen. Ne? Das ist ja eigentlich die Sache daran. Ne? Eigentlich sollte die gar nicht mehr mitmachen, die schon gewonnen haben. Ne? Oh, Ben, flieg dich raus, okay. Man kann ja nicht rausfliegen, ne? Ist alles ein Gewinn hier. Also, danach gibt es die zweitletzte Map. Catch heute möchte ich mit dir und Gamey reden. Geht nicht, Anime-Fan, geht nicht. Geht nicht. Ich streame bis keine Ahnung wann. Ne? Next map, let's go. Die ist ja cool, die Map. Warum kommt die nicht öfter dran? Die ist ja cool. Gurk Splash Testix Sea Venture. Oh, nice. Hä? Warum gibt's die so selten? Die sieht cool aus. Hey, niemand, wie geht's dir, dass du reinschaust? Und Start. Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit, Leute. Play. Play, play, play. Also es gibt verschiedene Rutschen hier, 4 Stück, ne? Und ich glaube, es kommt darauf an, wo man hingeht, wie gut die Rutsche ist. Es ist eine sehr, sehr, sehr verrückte Bahn, die sehr random ist. Ich glaube, Gamey und Kitamon, die haben die beste Rutsche erwischt, die mit Abstand am schnellsten ist, ne? Oh Gott, es gibt hier... Die grüne ist auch ganz okay, die grüne Rutsche, aber ich glaube, die lilanen und die blaue nur okay sind. Oder schlecht. Die lilanen ist am schlechtesten, wo die meisten sind. Wobei, nee, warte mal, die gelbe ist nicht so geil. Weil die gelbe ist hier verlangsamt jetzt, ne? Mal gucken. Die lilane war's. Die gute. Also nochmal. Hab kurz aus Versehen meine Switch zerstört, kaputt gemacht. Warum habe ich nochmal gewonnen? Nico, weil Kabu die schon gewonnen hat und gespendet hat, deswegen, weil ich dich gesehen habe, schnell genug, da durfte er sich mit aussuchen und er hat sich dich ausgewählt. 30 Stunden, ja. Von abends Brot essen. BB Fuxi. So, letzte Map. Danach wird entschieden. Devil's Chaos. Das ist, glaube ich, eine tödliche Map. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ist eine tödliche Map. Let's go, Leute. Der Weltrekord liegt bei 1,17. Viel Spaß und viel Glück. Ausrufezeichen Play. Das ist die Hölle, ja. Ich gehe mal ganz kurz mein Essen holen. Danach geht's weiter.
So, ich habe lecker fressen. Gulasch mit Rotkohl. Also so richtig geil Essig-Rotkohl. Finde ich richtig gut. Ich muss Körpers Adresse herausfinden und ihn durchknuddeln bis zum Morgengrauen. Ja. Nee, das ist normal. Gleich redet er mit anderer Stimme und löst einen Mordfall auf. Genau. Mortal hat Dance gemacht. Genau. Wenn ich schlafen gehe nachts, ne? Dann klemme ich ein Papier vor der Kamera, weil im Hintergrund habe ich überall Figuren und sowas stehen. Und das erkennt er quasi als Gesicht, ne? Und dann wackelt er immer so. Deswegen. Start. Letzte Map. Wer wird gewinnen? Ich hab Essen. Oh, lecker, lecker. Ja. Genau, okay, Jarisch, genau. Hier oben siehst du übrigens auch, ne? 13 von 500. Jetzt entscheidet sich alles. Wer gewinnt? Die letzte. Ich werde erster von hinten, ja geil. Ich glaube, dass die Map keiner tödlich ist. Bin mir aber nicht sicher. Dankeschön, Cabo. Es ist super spannend, ne? Ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Jarisch, was machst du da am Anfang? Guck mal, alle anderen sind da hinten. Und was machst du hier? Moment mal. Du hängst da im Ding drin fest. Ja, viel Spaß da, Jarisch. Viel Spaß. Isst du auch aus einem Katzennapf-Cacio? Natürlich, ja. Natürlich. Hey, Angie Cutie. Wie geht's dir, süß hier? Na, du? Mir geht's gut, danke für die Nachfrage. Oh, Leute, ihr dürft nicht den Weg gehen. Der Weg ist doch mir. Guck mal hier. Guck mal. Dieser Weg hier links ist einfach die Spirale. Ja, super geil. Oh, niemand, nie, niemand, du bist hier. Oh Gott. Niemand, das sieht sehr gut aus bei dir. Das sieht sehr gut aus. Das ist der Weg. Ja. Jarisch, du klaust meinen Platz. Ja, oh nee, mein Melody, du bist runtergefallen. Tut mir leid. Niemand? Ich glaube, du hast das. Guck mal, die alle. Alle Hocken sind da oben. Das Ding ist, ne? Guck mal. Niemand ist so viel schneller als ihr. Aber der Weltrekord ist 1,17. Wir sind jetzt bei 3,11. Melanie, what the fuck? Wo kommt denn die jetzt her? Ui. Die anderen kommen langsam rein. Aus der Hölle. Und Jarisch. Jarisch da hinten, ganz hinten. Oh Gott. Niemand wird überholt, aber immerhin Zweiter. Immerhin Zweiter. Lecker, lecker.
Ist sehr gut geworden, das Essen. Also, wer wird Platz 1 werden? Wer wird Platz 1? Finnish Grand. Also, Platz 3 ist. Nico, du hast dich schon, alles gut. Platz 2 ist. Niemand, oh nein. Oh nein, niemand. Ja. Tut mir leid. Mit 500, ja. Lustig bestimmt, ne? Und gewonnen hat. Outdoor Ben GZ, GZ, GZ. Outdoor Ben GZ. Dreiundachtzig Punkte hat er bekommen. Ja, GZ. So. Platz, Löffel, du bist Platz 8. Mit 0 wenn's ja. Guck mal hier, krass, ne? Outdoor Ben ist Platz 1 geworden, obwohl er nicht einmal gewonnen hat. Ne? Krass, krass. GZ an alle. So. Wie komme ich hier raus da? Aber wir verlosen jetzt noch. Und zwar habe ich mit keicho.de slash wallpaper meinen eigenen Wallpaper in Wallpaper Engine. Deswegen verlosen wir jetzt noch mal ein Wallpaper Engine Key. Das ist quasi. Also, das ist quasi dieser Hintergrund. Für euch in Wallpaper Engine könnt ihr nutzen, dort müsst ihr aber nicht, wenn ihr sie gewinnt. Ihr könnt das nutzen, wenn ihr wollt, müsst aber nicht. Das machen wir jetzt, ne? Die letzte Verlosung für heute. Den Rest machen wir morgen, die restlichen Verlosungen. Random. Die sieht cool aus. Wait. Also wer Wallpaper Engine gewinnt, wird ein Key. Bitte. Ja, schnell, genau. Mitmachen. Wallpaper Engine kann gewonnen werden. Für Steam. Ja. Danke an Anime-Fan. Anime-Fan, mein Mod, hat die Keys zur Verfügung gestellt. Das ist der dritte Key und wir haben insgesamt sechs. Morgen verlosen wir doch mal drei Keys, okay? Ich will gewinnen und dann den Preis an Cabo weitergeben. Ja, das ist süß von dir, Nico. Let's go. Wallpaper Engine. Danach gucke ich ein Video an, während ich esse. Und dann ist schon die nächste Collab. Um 20 Uhr. Lecker, lecker. Ne, 20 Uhr kommt nämlich die liebe Kazdanya-chan und wir spielen Fox. Fox ist ein super, super, super nices, lustiges Game, glaube ich. Ich hab's nie gespielt, aber sieht so aus. So, jetzt eine kurze Map. Nee, so, nee, keine kurze Map. Eine lange Map. Eine sehr lange Map. Genau, die letzte Verlosung für heute, ja. Morgen gibt's dann den Rest. Trinken? Oh nein, ich habe kein Trinken. Oh, Wolf Nico. Hui.
Morgen verloten wir noch mehr auf jeden Fall. Morgen. Morgen Mittag irgendwann noch. Nein, oh Gott, Kakarott. Du bist ja instant reingelocht. Ich kenne Fox, den Fernsehsender. Fox? Ich weiß nicht, was du mit Fox meinst. Nico hat sich irgendwie nach vorne gemogelt. Obwohl er da oben so gestruggelt hat. Aber Mellowy und Kakarot sind knapp dahinter und davor. Mal gucken, wer gewinnt. Danke für Kragis, Angel. Danke, ich eine Süße. Schön, schön, dass du da bist. Danke für die Liebe, dich auch lieben. Hab dich auch lieb. Und warum werde ich jetzt gebombt? Autsch, autsch, autsch. Danke. Hab dich auch lieb. Weißt du, erst bomben, dann wieder lieb haben, weißt du? Oh, Nico. Und Akaka. Okay, hier vorne spitzt es sich zu, Leute. Jetzt spitzt sich zum Ende. Hab dich auch lieb, Anime-Fan. Oh Gott, Kakarot macht's schneller. Okay, sieht sehr gut aus wie Kakarot. Die baumen hin und her. Okay, Anime-Fan. Letzter Hindernis ist natürlich, das Ziel zu treffen, ne? Man muss das Ziel vertreffen. Und das ist das nächste Hindernis. Ich weiß nicht, wie tödlich das hier ist. Kakarot kommt und. Und. Er fliegt und siegt. Geh, Kakarot. Du bekommst den Key von mir jetzt schon zugesendet. Speichern. 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 So. Postkarten gewinnen. Dann noch mal gucken, ob es noch gespeichert hat. Genau, wunderbar. Also Kakarot, ich schick sie gleich zu. Moment. Wallpaper Engine Key. Das war jetzt der dritte Key, ne? Oder habe ich jetzt schon drei? Habe ich jetzt zwei oder drei verlost? Kakarot, ich sende dir einen zu. Wenn er nicht geht, bitte Bescheid geben, okay? So, guck mal, ob der Code geht. Wenn nicht geht, schicke ich den anderen zu. Ich weiß nicht, ob ich 4 oder 2 Verlust habe. 3 oder 2 Verlust habe, leider. Bin ich ein bisschen lost gerade. Nachricht als ungelesen markieren und auf meinen Twitch-Discord. So. Ich fühle mich schlecht, aber mir was gegeben, aber ich konnte nichts geben. Vielleicht irgendwann mal, Nico. Vielleicht irgendwann mal. Ne? Ist ja nicht die letzte Verlosung. Kakarot, bitte Bescheid geben, ob der Key geht, wenn ich da nicht, ne? Dann einen neuen Key. Okay. So. Jetzt gucken wir mal Videos an, während ich esse. Und dann gibt's die neue Verlosung. Meine Mama hat für mich So, jetzt mache ich mal ganz kurz nochmal einen Twitter-Post als Dankeschön an meine Model-Mama. Galerie. Mal gucken, wie ihr
Twitch nochmal heißt. Twitter meine ich. Ich glaube, ich muss nur auf den Twitch von meiner Schwester gehen, also meiner Model-Schwester bzw. Fanboy-Schwester. Weil er hat es, glaube ich, doch hier irgendwo. Es müsste. Genau, hier Tüdi, genau, ist noch so, genau. Poster. Tweety Lia. So. So, next one, you are the best, genau. Ich mache beide Bilder rein. Genau, morgen ist die nächste Verlosung, ja. Gute Nacht, Nico. Danke, dass du da warst so lang. Schicke die jetzt einfach so raus. Ich glaube, ich tue die lieber ein bisschen komprimieren. Oder ich öffne die mal ganz mit Paint. Schreibe da groß Cage drüber. Und dann ist es ja quasi ein Wassermark. Ich glaube, das kann man nicht transparent machen, so ein bisschen. Oder? Geht das? Was ist mit Laufband eigentlich? Das hast du schon gemacht? Noch nicht, nee. Noch nicht, habe ich noch nicht gemacht. Ach, ist egal. Ich tue die einfach so reinschicken. Ich werde daraus ja kein Kissen machen oder sowas, deswegen ist alles okay. Das ist das Falsche. Wobei ist okay. Valentine und Happy Birthday. So. Super, super. Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich außerdem den Tweet gelöscht. Bin so lost. Wegen der Rangliste oben rechts würde ich andere Farbe empfehlen. Der Rangliste oben rechts andere Farbe empfehlen. Nicht weiß, meinst du? Okay, mache ich gleich. Was ich da rauskomme, ich will da raus. So, posten. Bin wieder da, was hat das letzte Murmeln gewonnen? Das letzte Murmeln hat gewonnen. Bin lost. Nehmen wir lost. Outdoor Ben, genau. Outdoor Ben war es, genau. Ben war es, genau. Dankeschön. Oh. Da hat meine Model mal wieder gezaubert. Ja. So, zack, 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 zack. Okay. Also. Hey, Twilight Süßi. Jetzt gucken wir.
Moment, jetzt werde ich noch mal gucken, genau. Genau. Wir werden jetzt wie YouTube gucken, während ich esse, genau. Ach nee, zuerst die Farbe ändern, ne? Wie du wolltest ja so. Schwarz, oder? Wahrscheinlich schwarz. Dashboard. Guten Appetit, Dankeschön, Zeit, Dankeschön. Moment. Ich bin langsam, ja, ich bin langsam. Overlays, genau. Das ist falsch. Das ist richtig. So. Settings. Farbe schwarz. Safe. So, bitteschön. Wo ist eigentlich das Bild hin? Das Platz 1 bis 3. Moment mal. Haben wir es aus Versehen rausgelöscht? Kann sein, ne? Moment. Ach Mensch. Platz 1 bis 3 steht auch nicht mehr. Wo ist das hin? Moment. Feder. Nee. Transformation bearbeiten. Ey. Transformation bearbeiten. So. Nicht Minus, dann machen wir mal 1000. Nicht Minus, dann machen wir 1000. So, da ist es. Okay, so passt, egal. Es passt schon so. Ja, gibt hier auch zweimal Platz 2. Wie läuft das dann? Dann. Ach so, stimmt ja. Ach Mann, Leute! Warum ist zweimal Platz 2? Ach Mensch. Leute! Ihr könnt doch nicht zweimal Platz 2 machen. Dann müssen die beide Ching Chang Chong machen. Richtigen Hasen. Zockerfeld. Das gucken wir an. Schönheit, Musetool, einfach ein Million. Moderne Lebensmittelverarbeitungsmaschinen nehmen. So, wir haben ein paar Videos. Größter Scam aller Zeiten! Fest an. Leute, also, wir haben 200 Euro. Das geht nicht. Das ist doch. Dann gibt es ja rein theoretisch zwei zweite Plätze. Oh, ich mache mir da Gedanken später drüber. Es kann ja sein, dass noch eine Donation reinkommt und dann Platz 2 und 3 richtiges gibt, ne? Wenn das so bleibt, dann werde ich es am Ende mal gucken. Das Ding ist, ich müsste das Kissen neu bestellen, ne? Ja. Gerade bei nur drei Kisten, keine vier. Scam aller Zeiten! Wir haben 20 Euro Eintritt für die Aussicht gezahlt. Es lohnt sich überhaupt nicht. Die Aussicht hat nichts zu bieten, außer dass man runterschaut. Mensch, Lou, und das auf dem Berliner Fernsehturm. Wer hätte denn da erwarten sollen, dass man da runter auf Berlin schaut? Nein, doch. Dass jeder seine Meinung ins Internet stellen kann, ist ja grundsätzlich eine tolle Sache. Ui, toll. Dieser Kanal. Die allererste Runde. Moment. Einmal Gameware, dann Furumi, dann Kitami, dann Autoban.
Kanal hier basiert darauf. Aber im Gegensatz zu meiner immer korrekten und für die Menschheit durchweg nützlichen Meinung gibt es ja auch noch die Gruppe Mensch, bei der ich mich freue, dass sie ihre Meinung haben dürfen. Aber die können sie ja auch einfach offline haben. Und nirgendwo ist das besser zu sehen als bei Google-Rezension. Und weil es mehr als genug solcher Bewertungen gibt, schauen wir mal auf die lustigsten, dümmsten und real rappigsten Rezensionen, die Leute für Berlin dagelassen haben. Warum Berlin? Kabu Kabu, dankeschön. Kabu Kabu spendiert mit 5 Euro. Ein neues Sofa zum Zerkratzen. Mein Finger ist ausgerutscht, XD. Dein kleiner Finger ist ausgerutscht. Oh nein, auf die 5 Euro Tasse. Dankeschön, Kabu. Hey, was ist da mit meinem Namen? Du hast Acryl-Anhänger gewonnen. Kakao wollte wissen, wer die allerletzte Runde... Das war auch die letzte Runde. Oder meinst du jetzt die Verlosung für den fürs Giveaway? Für Wallpaper Engine. Kakarot. Die hast doch du gewonnen, oder nicht, oder? Warte mal. Na ja, klar. Kakarot, die hast du gewonnen. Eieiei. Moment. Ungelesen markieren. Hier drauf drücken. Ich hab dir einen Key geschickt, Kakarot. Guck mal, ob der Key funktioniert, okay? Geh mal auf Steam und guck mal, ob der Key funktioniert. Wenn nicht, dann gib mir Bescheid, okay? Trinken. Ich hol kurz was. So. Hey Lars, na du Süßi? Ja, Hallöchen, ich war gerade trinken holen. Wie geht's dir, Lars? Schön, dass du reinschaust. Ich hab gewonnen, wie das. Die haben mich doch gewinnen lassen. Wie geht es zu? Ja, haben sie. Aber bitte mal sagen, ob der Key funktioniert, ne? Warum nicht? Und damit, hey Leute, ich bin's wieder. Der Rezension rezitierende Mann aus dem Internet. 5 Sterne. Schreibst du Bewertungen und... Und warum nicht? Mach dich doch mal nützlich und erfüll deine Rolle in der Gesellschaft. Dann kannst du ja schon mal anfangen und ein Like da lassen. Und habt ihr eine Stadt oder einen Ort, bei dem ich mir mal die Google-Ergebnisse ganz genau anschauen soll? Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Abo-Button 5 Sterne und vergesst nicht ganz gratis, die Glocke zu besichtigen. Ja, die Glocke. Die Glocke. So, und damit dann rein nach Berlin. Was hier oft passiert, ist, dass niemand den Rezensionen antwortet, weil... wer soll denn antworten, wenn man das Brandenburger Tor beleidigt? Aber dafür bin ja ich da, zum Bewerten von Bewertungen. Edelsteinchen wie... Achtung, absolute Abzocke beim Radfahren. Außenrum darf man fahren, sobald man hier irgendwo nach innen abbiegt. Kommt direkt ins Ordnungsamt und es kostet 30 Euro. Scheiße ist das. Nichts ist ausgeschildert. Das ist eine Rezension fürs Schloss Charlottenburg. Lieber Bernhard, abgesehen davon, dass deine Meinung als einer von dieser Art Radfahrer echt sehr wenig Wert hat, du darfst im Garten vom Schloss Charlottenburg Fahrrad fahren. Und zwar auf den sehr eindeutig dafür ausgezeichneten Fahrradwegen. Und wenn du von eben diesen Wegen in einen der noch sehr viel offensichtlicher als nicht Radwege ausgeschilderten Pfade wheelies, dann wirft dich das Ordnungsamt raus. Immerhin ist das nämlich ein ordentlich arbeitendes, rechtstreues Amt in Charlottenburg. Mit 1,7 Sternen. In dringenden Fällen, die ein sofortiges Einschreiten erforderlich machen, drücken Sie bitte die 1. Und dann 30 Minuten in der Warteschleife verbracht. Dringende Fälle beim Ordnungsamt, ja? Steht ein Auto ohne Parkschein besonders ruhig auf der Stelle? Vorsicht! Ordnungsamt ist hier gefährlicher als jede Mafia. Du hast Ärger mit einem, alle jagen dich Tag ein, Tag aus. Wenn die mein Auto sehen, machen die Vollbremsung auf der Straße, um mir ein Ticket zu schreiben. Bei Bewertungen von öffentlichen Stellen muss man aber natürlich immer vorsichtig sein, wie sehr man denen trauen kann, weil da ja auch dein durchschnittliches Opfer des Ordnungsamt drunter schreibt und das Bild dann vielleicht etwas... Ja.
Da schreiben Leute drunter und bewerten das, wenn die irgendwas, wenn die erwischt wurden, ne? So ähnlich. Ne? Und Lars, wie geht's? Verzerrt. Etwas. Beim lieben Patrick hier schikaniert ihn nämlich anscheinend nicht nur das Ordnungsamt, sondern auch das Inkasso-Unternehmen und das Bundesministerium für Verkehr plus so ziemlich jeder Fahrverkäufer, der seiner Laberei länger als 5 Minuten zuhören muss. Mir malt sich hier ein Bild. Und dass er sich 5 Mangos für je 8 Euro kauft, anstatt sie einfach nicht zu kaufen. Ja, da ist auch der Laden dran schuld. Und da Nudeln und Kakarott funktioniert's? Daran, dass er seine Reservierung nicht bestätigt hat. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Prollos schuld Nerius in der freien Wildbahn. Ich sehe gerade, die Katzen sind ja weg. Hä? Das sagt mir ja gar keiner von euch, dass die Katzen weg sind. Warum sind die Katzen weg? Hm. Da sind sie. Muss erstmal suchen, wo ich das eigentlich einlöse. Ich glaube bei Steam musst du draufdrücken, unten links Spiel hinzufügen, ein Produkt bei Steam aktivieren. Okay? Kommen wir lieber zurück zu unserer Fahrradlegende. Sagen wir, der hat seinen Führerschein in Deutschland gemacht. Was bedeutet das, er? Und Kakarot, dann gehst du auf keichu.de/wallpaper, hier der Link, und dann kannst du den nutzen. Sind, glaube ich, schon lange. Ja, deswegen, ne? Keine Straßenschilder lesen können muss, dann kann man die Regelung fürs Fahren wie lange überhaupt auf schon? Der offiziellen Seite vom Schloss hier Charlotti nachlesen. Und wie lang muss ich da Bücher wälzen, bis ich das finde? Ach ja, hier. Punkt 1 der Hausordnung. Du Bernhard. Aber das erste Monument, das mir in meiner stinkenden Heimatstadt in den Sinn kommt, ist natürlich das Brandenburger Tor. Grundsätzlich gut bewertet, warum auch nicht? Großes Gebäude, coole Architektur, Pferde obendrauf und natürlich die historische Bedeutung. Aber wie jede Bewertungszeile gibt es auch hier einen schmutzig deutschen Unterbauch, der was zu meckern hat. Zum Beispiel, dass der Pariser Platz nicht für die gute Hilde geräumt wird, damit sie auch mal ein Foto ohne Menschen machen kann. Das ist ein sehr überlaufender Platz, hier kann man kein Foto ohne Menschen machen. Da gibt es wirklich schönere Plätze in Berlin. Alter, das ist dumm. Ja komisch, dass beim Wahrzeichen Berlin Leute rumrennen, ja, und sich auf dem Platz frei bewegen. Alter, wie können sie es wagen? Sobald Hilde oder irgendjemand anderes mit dem gleichen Problem ein freies Panoramafenster auf das Brandenburger Tor mit Froschperspektive möchte, muss der Platz gefälligst geräumt werden. Okay? Ja, finde ich auch. Ein trister, langweiliger Platz. Hier hat man versucht, die Geschichte zu verstecken und dabei einen Ort geschaffen, der nur nichtssagende Kälte ausstrahlt. 1 von 5 Sterne. Nee, stimmt. Der Platz wäre viel schöner, wenn man mal wieder die gute alte Zeit repräsentieren würde. Ein paar Blümchen, ein paar Bäumchen, eine Betonmauer, hinter der durchgehend Armeefahrzeuge zwischen zersprengten Gebäuden durchgedüst sind. Was der Landschaftsdesigner so empfiehlt für eine wärmere Ausstrahlung. Eine Sache, bei der ich in den Kommentaren aber doch trotzdem immer zustimmen muss: Es gibt nicht viel am Brandenburger Tor. Es ist ja ein Tor. Ich weiß nicht, was alle vom Brandenburger Tor immer halten. Ich war gestern zum 3. Mal hier und bin wieder mal davon überrascht, wie unspektakulär es ist. Es ist halt ein Tor. Ist halt ein Tor, ja. Warum warst du 3-mal da? Was glaubt ihr, was da sehen? Die sehen halt ein Tor. Also mehr ist da nicht. Wovon bist du überrascht? Was soll ein Tor denn anderes machen, ah, ja? Als rumstehen! Ja. Ich gehe doch auch nicht 3-mal zum Eiffelturm und beschwer mich dann, dass der immer noch keinen Backflip macht. Beschwer dich doch lieber über alles drumherum, so wie die Leute mit Geschmack. Hab die lokale Spezialität probiert, ne Wurst im Brot, mein Spaß war vorbei. Ja, wir lassen echt ein gutes Bild da für unsere Touris. 4,80 € für eine 20 Cent Bratwurst und ein Weizenbrötchen. Und passieren tut am Brandenburger Tor das ganze Jahr lang auch nichts. Außer natürlich, wenn das ZDF alles sperren lässt für seine von Rundfunkgebühren bezahlten 2500 Gästepartys. Sonst ist der Platz leer. Was will man machen? Oh, warte, nein. Ach, wie konnte ich das nicht honorieren? Manchmal wird ein überdimensionierter Overhead-Projektor vorgestellt, auf dem dann Windows 98 Bildschirmschoner gelegt werden. Die Straßenlaternen im Hintergrund. Ich mache mir gerade Sorgen. Die 5 Euro von Cabo wurden nicht abgeupdatet. Moment. Team Elements.
Dashboard. So. Overlays. Das da hier, oder? Ja. Warum hast du Cabo nicht geupdatet? Moment. Cabo? Du bist lost, ne? Du hast nicht den gleichen Namen angegeben. Du hast nicht Cabo Cabo gemacht. Deswegen zählt's nicht. Gut. Ja. Ach, Cabo. Grund sind heller, Mann! Während ich verstehe, dass man ein wenig deprimiert ist, wenn auf so einem großen Platz bei Design wirklich gar nichts passiert und man weder was zu essen noch zu sitzen findet, sind aber auch man... Aber groß geschrieben, nicht klein geschrieben. Ich meine, die Erwartungen irgendwie ein bisschen hoch. Ja, bitte. Sagen Sie mal was dazu. Ich guck mal ganz kurz die ganze Liste durch, Moment. Ach, Leute. Ich hab doch da links steht, bitte gebt euren Twitch-Namen korrekt ein. Für Donations, damit die Rangliste korrekt ist. Ne? Ganz groß steht das da links. Ja, hier. Da unten, Cabo Cabo 5 Euro. Und das sind alle. Mehr haben wir nicht. Tja, Cabo, Pech gehabt. Nein, Spaß. Ach, Leute. Ja, gut. Naja, da muss ich halt doch Anime-Fan noch ein Kissen dazu kaufen. Ist halt so. Ne, beziehungsweise ich muss nochmal das mittlere Kisten dazu bestellen. Für Cabo. Es ist wirklich einfach nur ein Tor. Naja, du besuchst das Brandenburger Tor. Warum habt ihr bei dem Namen erwartet, es wäre irgendwas anderes als ein Tor? Und Brandenburg ist jetzt auch kein Garant für Spaß. Eher das Gegenteil. Warum kann sich die Quadriga nicht drehen? Nö, stimmt. Das finde ich auch kacke, dass man 1789 keine coole elektrische Drehbühne unter die Quadriga gebaut hat. Finde ich absolut dreist. Ja, finde ich auch scheiße. Ich habe noch was im Lego-Technik-Set gefunden. Und auch besucht an meinem Lieblingstag. Wochenende! Aber Berlin hat ja zum Glück noch mehr zu bieten als nur ein blödes Tor. Das übrigens technisch gesehen nie zu war und auch nicht das Tor im Westen, weil die Mauer drumherum gebaut war. Es war mehr so das Tor zur Ausbuchtung, die als Parkplatz vor der verglichen kleinen Tür zum Westen gedient hat. Naja, direkt in der Nähe findet sich ja zum Beispiel auch noch die Siegessäule. Ein großer Stängel, oben Gold, aber gewonnen haben wir eigentlich echt wenig. Und was haben die Leute da drüber zu sagen? Keine Kartenzahlung möglich. Sonst kann man in Berlin in jeder Dönerbude mit Karte zahlen, aber in der Siegessäule nicht. Ich fähre Kritik, aber das mit den Dönern stimmt ja mal überhaupt nicht. Nirgendwo geht Kartenzahlung. Warum es 2024 keine Kartenzahlung an einem der Haupttouristenpunkte von Berlin gibt, ist mir aber auch ein Rätsel. Was ja, verstehe ich auch nicht. Was ich an der aber noch schlimmer finde, ist der hier. Ausblick ist toll, das war's dann aber auch. Viel zu viele Leute auf engstem Raum. Und keine Toiletten. Folge, überall Kot und Urin im Zugangstunnel. Das ist widerlich, das kann man sich nicht vorstellen. Wie viel Scheiße da drunten liegt. Alles ist voll geschützt und gekackt. Toilette über die Straße across the world. Naja, doch Toiletten. Natürlich sind die nicht in der Siegessäule, weil wo sollen die denn bitte hin bei 300 Stufen in einem Strohhalm, aber direkt am Platz der Siegessäule. Und ist das nicht sowas, was man vorher auch nachschaut? Solange ich jetzt nicht den expliziten Plan habe, Mann, der Goldelse unter den Rock zu pinkeln, gehe ich doch vor einer Besteigung von irgendwas vorher noch aufs Klo. Ja. Ganz nett. Ja, aber was denn jetzt? Ja. Was sind das denn für Mixed Messages, die mir hier geschickt werden? Ist es jetzt nett oder ist es shit? Kein Aufzug, für ältere Menschen ungeeignet.
Ich wollte zuerst 50 Euro wetten, dass das nicht von einer alten Person verfasst wurde, aber dann habe ich gesehen, dass der Typ effektiv jeden Edeka-Discounter und Badestrand im Großraum Berlin bewertet hat. Und jetzt glaube ich ihm doch, dass er ein alter Opa ist. Entsprechend mit passender Ansprache. Ja. Du staubiges Gerippe, wo soll denn der Siegessäule denn ein Aufzug sein? Danke für das. Das ist die gleiche Debatte wie mit den Toiletten, nur vertikaler. Es ist eine Säule, Mann! Ich kann das nicht mehr. Geh doch in den größeren Turm, wenn dir der Komfort so wichtig ist. Aber unsere Hauptstadt hat ja auch noch monumentale Hochbauten, wie zum Beispiel den Berliner Fernsehturm. Praktisch die deutsche Dublin Spire, aber mit einem Abszess auf dreiviertel Höhe. Gefüllt ist der aber meistens nicht mit stinkendem Alter und Plasma, sondern dem menschlichen Äquivalent davon. Touristen. Und auch bei so etwas Schönem, wie einem besonders hohen Stück farblosen Stahlbeton, haben eben diese wieder so einiges zu meckern. Und zwar nicht nur die Feststellung, dass man immer nur noch auf Berlin gucken kann. Mensch, Lou, hier kann ich auch meinen heimatlichen Betonfleck nicht groß verteidigen. Ja, natürlich, der Fernsehturm ist cool anzusehen und es ist auch cool rauszuschauen, aber 23 bis 50 Euro, damit ich Aufzug fahren und aus einem Fenster gucken darf? Zumal selbige Fenster halt aus 1960 sind, da war ja noch nichts mit freiem Panoramablick mehr, so We all live in a B-Säulen-Submarine. Während ich die Preisstreits also absolut gerechtfertigt finde, gibt es auch am Banshee! 3000 Punkte fast. Sie tun Leute, denen die Luft in der Kuppel etwas zu dünn geworden ist. Süßi. Und die Rezensionen jetzt eher mit Hieroglyphen gleichzusetzen sind. Wieder mal, bereue der Vorname. Ticket am Tag davor gekauft und trotzdem für die Kiloweise für die Garderobe anstehen. Bleibt nur. Ist die Dame in der Mitte von der Rezension aus dem Turm gefallen? Und auch das Essen im Café hier oben scheint nur eine gute Aussicht zu bieten zu haben. Sehr teuer. Und aufpassen, heiße Getränke und Orangensaft sind nicht im Preis dabei. Wir hatten das ganz normale Standardfrühstück, das hat 50 Euro gekostet, pro Person. Und das Frühstück war von billigster Qualität. Geht da nicht hin! Nee, also das sind ja auch unheilige Ansprüche. Flüssigkeit zu meinem Frühstück? Was soll denn nach dem Gratis-Kaffee bei 50 Euro noch rumkommen? Soll die Milch im Müsli auch noch gratis werden? Ihr habt doch vier Scheiben Wurst und sogar meinen guten Beutel Entenbrot bekommen. Die verhungern jetzt. Für euch. Das ist übrigens wirklich das Frühstücksfoto vom Fernsehturm, mit dem die werben. Könnte ich wahnsinnig werden, was für Ansprüche einige Leute bei 50 Euro Essen haben. Naja, machen wir uns mal weiter zum finalen Highlight von Berlin. Das ist halt aber so, wenn du irgendwo hingehst, so Special-Ort, ne, der gut besucht ist, dann ist es normal, dass es so teuer ist. Ne. Wo die Hoffnung... Dachte, es gibt im Berliner Fernsehturm oben einen Kaffee. Das weiß ich nicht, Angie, das weiß ich nicht. Noch auf einer Höhe mit dem U-Bahn. Oh Gott, Anime-Fan! GZ 10.000 Punkte gewonnen! Was halten die Leute von dem? Naja, anscheinend so, wenn ich das momentan die Rezensionssortierung nach niedrigster ausgeschaltet wurde. Hallo Panchi, hallo Kitty Panchilein, hallo? Aber ich weiß mir natürlich zu helfen. Ich bin ein Scroller. Und dabei trifft man dann unfreiwillig auf Leute wie Beate. Schöne Bauweise, alles super, hilft doch nicht bei einer Großdemo, wenn zehntausende Menschen kommen und nur vier Toiletten zur Verfügung stehen. Fair. Ist es auch hier wieder nicht schön, wenn man notgedrungen noch eine Weiche auf die Gleise abdrücken muss, aber in dem Fall, den du jetzt erklärst, kenne ich da auch keinen besseren Ausweg. Es kommt halt nicht jeden Tag vor, dass 10.000 Leute zur Großdemo kommen. Was soll der Bahnhof denn machen? Was los, Kakarott? Was los, Kakarott? Was los, Kakarott? Was los? Hat dein Key funktioniert und hast du mein Wallpaper genutzt, Kakarott? cage.de/wallpaper. Genau. Fairer finde ich da aber die Beschwerden über die Rolltreppen und Fahrstühle. Also der Bahnhof ist schwer beim Wechsel von Gleis zu Gleis. Die Treppen sind suboptimal ausgelegt mit langen Laufwegen zwischen den einzelnen Ebenen. Und das Schlimmste sind die Fahrstühle. Das sind die langsamsten, die ich kenne. Häufig defekt, fahren langsam, die Türen öffnen nicht. Es ist alles einfach scheiße. Hey, Leute. Und da muss ich zustimmen. Fahrstühle und Rolltreppen im Berliner Bahnhof sind die Drucker des Pendlers. Aber der hier... Okay. Anzeigen für ankommende Züge sind nicht vorhanden. Hä? So, und das war genug Google für heute. Ja, finde ich auch, das hier schnell hoch. Und war so ein Semi-Okay-Video nur, ne? Von ihm, die heute. Normalerweise macht er immer gute Sachen. Gang, stell mich an wie der erste Mensch. Ja, hilf bitte, hilf ihm ganz kurz. Und Gamey, zeig ihm dann noch den Weg zu meinem Hintergrund, ne? Zu meinem Wallpaper. Das wird er bestimmt gerne nutzen wollen. Hi Kani, das ist süß. Wie geht's dir? GZ Anime-Fan, ui. Oh, 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 oh.
Aua, oh, alle Kante. Mach doch keinen Sport, Leute. Aua, das kann ich nicht sehen. Oh Gott, oh, der hat Glück gehabt. Ganz gut, hab aber gerade Spargel gegessen. Ah, nice. Ich hatte gerade eben Gulasch mit Kartoffeln und Sauer-Rotkohl-Dingsbums. Rotkohl kann voll geil schmecken, wenn es richtig gemacht ist. Ne? Wenn man nur Rotkohl reinschmeißt und erhitzt, dann schmeckt es scheiße. Ja, genau, der Reifen, boom. Das Problem ist, wenn du ein technisch hochwertiges Auto hast, ne? Mit Kamera da, Sensoren, kannst du einen Reifen 5000 Euro Schaden anrichten. Ja, richtig gemacht. Rotkohl ist geil. Richtig gemacht, Rotkohl, voll geil. Ja, meine Mutter, die macht da so diesen weißen Bauchspeck vom Schwein rein und lässt die so drin zerlassen ich hab vergessen, was noch. Die macht noch extra ein bisschen Essig rein und gewürzt es auch ein bisschen. Ganz genau weiß ich nicht, aber das, genau, Apfel. Genau, Apfel machst du auch rein. Genau, Äpfel reingerieben. Äpfel, genau. Machst du auch rein. Und die macht da dieses Blatt drin. Wer ist das Blatt nochmal? Was oft in Suppen drin ist und sowas. Wie heißt das nochmal, das Blatt? Dieses getrocknete Blatt macht es auch rein gerne. Genau, ja, genau. Basilikum? Nee. Das ist dieses Blatt, was man so reinmacht. So ein einziges so getrocknetes Blatt. Moment, ich google mal schnell. Ich hab mich gemutet, so. Okay. Moment. Moment. Wie heißt das? Oder was Basilikum? Warte mal. Nee, oder? Oder? Ah, doch, Basilikum dann, aber getrocknet. Ich glaub, ja. Das machst du auch rein. Und dann schmeckt Rotkohl so lecker, ne? Wenn man es richtig macht, dann ist voll geil. So richtig geil, säurig noch und süß dabei so ein bisschen. Oh nein! Ah! Wer war das? Ist die Hose runtergerutscht? Das ist glaube ich der Dad, ne? Oh my God. Alter, weißt du, bei so einem Moment die Hose runterrutschen lassen, das wirst du niemals wieder vergessen. GZ Angie, 20.000 Punkte gegammelt. GZ Angie. Mensch. Basilikum war es, ja. Wie kann man so... Der Hund hat dich geil. Der Hund war so aufgeregt. Rotkohl könnte ich eine ganze Wanne voll essen, der geil gemacht ist. Ja, richtig. Aber es gibt Mütter, die schmeißen das nur in den Topf rein und erhitzen das fertig. Da schmeckt das Zeug nicht. Und dann haben Kinder davon einen Albtraum. Okay. Ne? Okay. Oh. Damn, dude. You may seal this covenant with a kiss. You gonna dip me? Da gehen sie gleich auf den Boden und treiben sie erstmal. It was caught on the dress. Ich würde niemals. Rosenkohl, ja, Rosenkohl finde ich auch schwierig vom Geschmack her. Ich würde niemals Bankdrücken machen, ohne eine Stange hier, die das safe, ne? Hier muss für mich eine Stange sein, die das auffängt.
Sonst mache ich das nicht. Genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Und er hat Fehler gemacht. Er hat die Dinger befestigt. Befestigt niemals Gewichte. Genau deswegen. Das rutscht hier zwar runter, aber das kann nicht abrutschen, weil das Gewicht quasi nicht runterfliegt. Ne? Normalerweise fliegen die Gewichte runter und kippt dann nach hinten um. Aber jetzt, wenn er keine Hilfe bekommt, erstickt er einfach. Weil die Gewichte nicht abfliegen können. Niemals machen, Leute. Niemals. Immer, immer aufpassen bei sowas, okay? Game will, 5000. Oh nein, Ali, mir verletzt an den Punkt, dies, pass auf. Ah, die Eier. Sowas macht man schon rein menschlich, nicht ohne Sporttrainer. Partner, genau. Nicht ohne Sportpartner. Nicht, man darf auch nicht die Gewichte befestigen. Solange man die Gewichte befestigt, ist einigermaßen noch okay. Ne? Oder so also Seitenstangen sind, wo es dann halt auffängt. Rosenkohl erinnern mich an die Pflanzenbänder aus Dragon Ball Z. Ah, lecker, lecker. Ja, stimmt. Wie von Cell, ne? Wie viel Gewicht ist das? 50 Kilo oder sowas? Dass er nicht mal 50 Kilo hochheben kann. Wenn ich 700er Beinpresse mache, habe ich links und rechts auch jemand stehen. Ja! Oh mein Gott! Jetzt haut er sich doch den Kopf dagegen. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Nee, Moment. Moment. Was ist da genau passiert? Der hält sich an die Eier. Er hat sich das Ding in die Eier gehauen. Okay, okay. Hier ist es passiert. Hier, er war so ungeduldig, dass er die Eier eingequetscht hat. Er konnte... Ja, er hat sich den Limiter gequetscht. Ja, aua. Game, bester Mann, er könnte mir weiterhelfen. Game, Akakarot, hast du jetzt mein Hintergrundbild drin, ne? Hm? Aua, 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 und dann noch, das, dann kommt noch das oben drauf, weißt du? Ah. Oh, da gab's nicht mehr. Sport ist Mord, Massensport ist Massenmord. Richtig so, ja. Okay. Ich glaube, okay, wir haben 40, okay. Ich dachte schon, wir haben schon 20, oh Gott. Gleich kommt die nächste Call-Up, Leute. Come on, push! Der Typ hätte die Arme hier drunter haben müssen, nicht hier oben. Ah, oh, nee, nicht nochmal. Ah, das sind nicht wenig Gewichte. Autsch. Die volle Kanne auf die Brust. Ich habe es in der Bibliothek runtergeladen, doch nicht. Oder kann das auch auf dem Handy und Tablet nutzen. Ich weiß nicht, ob das geht auf dem Handy oder Tablet. Hab ja bald ein Pixel, dann ich spare ja. Ja, genau, kann ich das nutzen, genau. Ob es auf dem Handy und Tablet, weiß ich nicht. Soldati, danke für die Headbass. Ein paar Rippen sind locker durch, ja. Ah, niemals sowas machen, Leute. Viel zu gefährlich. Watch time, 14 Tage schon Gaming. 14 fucking Tage, GZ. Soldati, muah. What happened? Oh, this Silverado in front of me.
track. Yep. With his track, I'm stuck behind him. Guck mal, Discord, Angel. Das Werfdingen geht nicht gut. Sisi. Okay, danke schön, Soldat. Dankeschön. Jetzt nochmal versuchen, du Süßi. Kinder, versuch's nochmal, Cutie-Line. Der Fahrer war saubesoffen, ja, bestimmt. Oi, Soldati. Aber aufpassen, okay? Nicht zu viel. Ich mach die Sauerei nicht weg. Soldati. Warum? Au! Damit brichst du dir die Hand. Das tut doch aua weh. Das tut doch aua, Bubu. So war's. Aua, Bubu, tut sowas. Aua. No. We're dogs. Die Menschen werden immer dümmer. Ja, es werden sie. Aber die Menschen waren schon immer dumm. Kennt ihr das Video von Jules? Diese antiken Meme-Video? Daran sieht man, dass sie immer dumm waren. Oh my god. Oh my god. Go, 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 go. Das ist hier geritzen, ne? Das ist ein bisschen geritzen hier und da ein bisschen niedriger. Oh nein, die Katze! Oh. Das macht er nicht. Ich hasse so Aufgänge. Every time! Jedes Mal? Oh Mann. Da musst du es doch langsam wissen, wie langsam hochgehen. Was der Fuck hat die da gemacht? Die geht hier runter. Die hat was fallen lassen. Die hat was fallen lassen hier. Weil es aufhebt, sie ist hier gegengekommen. Aua. Autsch. Alter, Augen auf, ja. Rutschig, 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 rutschig. Ah. Da glaube ich Monte, ne? Monte hinter noch in meinem Haus. Wie läuft die eigentlich? Wie läuft die eigentlich? Die hebt den Hund auf und dann. Hä? But apparently it got bumped and it did get turned on. I've now turned it off and unplugged it. However, not before this little container of sugar melted and went in to the bottom. Das sieht mir nicht richtig aus, was sie da macht. Warum ist da ein Zuckercontainer oben auf dem Ofen? Lecker. Nom, nom, nom. Burnt sugar. I think it might be ruined. Nein, überhaupt nicht. Das kannst du wegschmeißen, das Teil. It's still pretty hot. Ich schreibe mal im Kasanja-Chan an. Did you chew up this pillow? Huh? Der ist ja cool von Panzi. Guck mal, Leute. Warte, ich mache das mal nochmal kurz vor mir aus. Warte mal.
Ey, der ist ja cool, guck mal. Die Berliner Mauer oder so, keine Ahnung. Ich habe in Geschichte nie aufgepasst. Die Berliner Mauer. Jetzt wissen wir, warum in Berlin Berliner Pfannkuchen heißen. Die Berliner Mauer einfach geil. Gut, aber ich kann Sonja schon anschreiben. Ob sie ready ist. Ka da. So, bist du ready? Gleich. So, wir gucken weiter noch ein bisschen. Ne, sieht es noch fertig. Oh nein, nicht. Okay, oh, das war's schon. Oh mein Gott. Die Sekunde habe ich jetzt ausgemacht. Oh mein Gott. Dieser Folge. Oh. So. Jetzt gibt es eine ganz kurze Pause. Und dann gibt es gleich den Call um 20 Uhr, ne, ihr Süßen. Hab euch lieb und bis gleich. Ne? Thank you.
warte noch schnell auf Kasanjakshan, bis sie ready ist. Ne? Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Mal gucken. Ansonsten gucken wir halt schnell noch ein Video an, solange bis sie ready ist. Ja, machen wir einfach. Komm. Komm, machen wir einfach. Nochmal weiter hier. Ein bisschen Dashcam-Videos habe ich hier noch offen. Bis sie da ist. So. Sonst bin ich jetzt zu lang AFK und natürlich ja nicht. Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Na, bist du bescheuert? Ach, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er nicht sonderlich aufmerksam, aber das kann ja nur noch besser werden. Viel Spaß und rein ins Chaos. Hey, das ist aber auch ein Durcheinander hier. Und wer jetzt denkt, das Chaos sei vorbei, seid ihr euch sicher? Also ich weiß ja nicht, aber ein fahrendes Auto in der Kurve innen überholen, also clever ist das, das ich auch nicht, was dieser Einzelne dazu sagen würde. Alter. Doppelt durchgezogene Linie erstmal überholen. Genau. Ach, da sind wir mal wieder unsichtbar. Hier ist es das Gleiche. Ich glaube, jeder, der mit dem Rad fährt, erlebt das hier immer und immer wieder. Denkt man als Radfahrer nicht mit, ja, man könnte sich vermutlich wöchentlich überfahren lassen. Ja. Aber wenn man in der Nähe von Andi unterwegs ist, wird man öfters unsichtbar. Das habe ich selbst gemacht, und zwar Vanillepudding aus Vanillebohnen. Oh, lecker, lecker, Kakerad. Gönn dir, das Süße. Das Video von ihm. Gönn dir die leckeren Vanillepudding. Oh, ist ja knapp. Aber unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Alter, hast du einen Knall? Mit Erdbeeren, oh lecker. Meine Güte, ey. Hier ist recht viel Verkehr. Ist natürlich blöd als Fußgänger, wenn man über die Straße möchte. Tja, gäbe es doch bloß einen Fußgängerüberweg. 5 Meter dahinter ist ein Fußgänger. Alter, was ist das denn ernst? Tja, gäbe es doch bloß einen Fußgängerüberweg. Das ist ja fast analog zu gäbe es doch bloß eine Fußgängerampel. What the fuck? Hey, Tai, Nadel. Wir warten noch auf Kasanjakshan, bis sie Zeit hat für mich. Stehen bleibt, dass er dann halt auch selbst 10 zu schnell gefahren ist, macht es natürlich auch nicht besser. Aber weil man hier im Video ja denken könnte, die Person kann noch gar nicht zur Ampel hinkommen, das ist das Satellitenbild dazu. Also die Infrastruktur ist hier zwar echt nicht gerade toll, aber es scheint ja eine Art Weg zu geben, den die Person aber nicht genutzt hat. Eine durchgezogene Linie, oder wie manche sagen würden. Ach wat, was stört mich schon das bisschen Farbe? Aber auch hier bleiben wir bei merkwürdigen, kurz entschlossenen Spurwechseln. Der Vordermann ist ja gerade nun erst nach links gewechselt. Ach, was soll ich hier eigentlich groß zu sagen? Einfach mal wirken lassen. Ach du Heilige. Weißt du, da fällt dir doch wirklich nichts mehr zu ein. Wenn die Sicht verdeckt ist... Erstmal losfahren. Wenn die Sicht verdeckt. Also irgendwie können wir das heute. Mhm. Ach, die. Passantin hier, die zuckt da auch nur noch mit den Schultern. Aber Leute, glaubt mal nicht, dass es besser wird, wenn die Sicht mal nicht verdeckt ist. Das seid ihr auf dem Holzweg. Der Gegenverkehr ist klar zu sehen. Wir haben eine Engstelle. Da vorne kommen sie schon nicht aneinander vorbei. Natürlich warten wir deshalb. Sag mal, du bist aber auch ein ganz Schlauer. Alter, sind ernst? Ja, genau. Ach, wir fahren jetzt hier schon auf dem Fußweg, weil es sonst nicht mehr passt. Na, wer hätte das denn auch erwarten können? Moment später. Ach, so machen Engstellen doch Spaß, aber wie war das, wenn zwei sich streiten, super, ne? Lacht der Dritte über die Unfähigkeit. Kleve.
Was machen die da? Oh Gott! Was ist das denn bitte? Ey, fahrt doch alle zurück, bitte! Guck dir das an! I meow you, Kätchen! I meow you, Soldati! Du siehst halt. Was hat der gerade gemacht? Jetzt müsste er provokant hier vorne hin und warten, bis er zurückfährt. Wir sind nicht eigentlich gewohnt, wie wir als erster durch die Verengung fährt. Also sowas, ey. Sind die doof, ey.